Ja, das hier. Ich merke schon den Unterschied. Der größte Unterschied ist eigentlich der, dass wenn sich der Wagen anfängt zu überdrehen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass du ihn auch fangen kannst noch. Hat man gerade sehr, sehr gut gemerkt. Allerdings soll man ihn auch leichter verlieren können. Dafür. Aber dafür kann man ihn auch mit höherer Wahrscheinlichkeit retten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Formel 1 2021, Folge 39. Meine erste Folge mit dem ersten neuen Inhaltsupdate, Patch 1.10. Ich weiß, der ist schon ewig draußen, aber weil ich so viele Folgen vorproduziert habe, habe ich erst jetzt wieder eine, die ich neu aufnehmen sollte. So, jetzt müssen wir mal glotzen. Es sind ja nur noch 2 Tage bis zum Grand Prix-Wochenende. Huch. So und das? Egal, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mal glotzen. Wir sind nur noch über Haas. Williams hat uns mittlerweile überholt. Wir müssen echt was bringen. So, wir haben ja hier einen ziemlich, ziemlich abgenutzten Motor. Wir müssen also die zweite Komponente verwenden. Getriebe scheint noch ganz gut auszusehen. Firma, wir haben noch keine. Wir haben 7 Punkte. Wir brauchen 10 für den zweiten Sponsor. So, ja, unser Teamkollege hat schon Punkte. Wir hingegen noch nicht. Gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls. Autolackierung, Kleidung, Gesten. Ja, ich bin eigentlich damit ganz zufrieden. Ist ja auch erst ausstehend, der Kacke. Deswegen, ja. So, 552. Schade, haben wir nicht. Das wird uns auch nochmal. Wir müssen wirklich jetzt weiter. Warum sind hier so viele Sachen nicht, die alle noch in Entwicklung, weißt du, was ich meine? Scheiße, ist ausgelastet. Wie viel haben wir denn? 200, dann lass doch mal ein bisschen was in die Firma stecken oder so. Kann ich denn das jetzt hier machen? Ich muss doch hier einfach, ich muss jetzt hier. Aerodynamik, Chassis, lass doch mal gucken. Genau, Upgrade. So, ja, machen wir jetzt einfach mal. Das Geld ist ja zum Ausgeben da. So. Was kommt auch erst am 12. Juni? Ja, du willst mal verarschen, Alter. Okay, egal, wir haben uns jetzt wenigstens investiert. Dann würde ich sagen, wir müssen noch ein paar Aktivitäten machen. Dann machen wir einfach mal ein bisschen mehr hier Konzentration und Rennkunst. Was haben wir hier? Ein bisschen mehr Team. Machen wir mal GK-Training, dann passt es schon. Heute sollten eigentlich die neuen Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Mann, Alter. Oh, hat's jetzt nicht gepasst. Ah, hier ist abgeschlossen, immerhin. Und Strapazierfähigkeit. Wo ist denn, was hat denn nicht geklappt? Ist egal. Wir sind jetzt in Kanada. Circuit Gilles Villeneuve oder so. Heute machen wir wieder das erste freie Training. Ich bin mal gespannt auf die Strecke. Und natürlich jetzt mit dem neuen Update kam auch eine neue Fahrphysik hinzu. Demnach bin ich natürlich da auch gespannt, was da so kommt. Ob wir den Wagen jetzt besser steuern können, ob die KI ihn vielleicht schlechter steuern kann. Lassen wir mal gucken. Aktuelle Wettervorhersage sieht soweit ganz gut aus. Wie ihr wisst, ist sie okay, gescheitert, ist die Gewichtsreduktion. Treibstoffeffizienz ist allerdings abgeschlossen, alles klar. Habe gelernt, bestätigt die Neuentwicklung in eurer F&E-Ansicht. Ja, machen wir. Ich habe den Überblick über den Grand Prix. Alles klar. So, dann müssen wir ganz kurz hier F&E. Was hat's nicht geschafft? Chassis, wa? Nee. Reduktion? Der Boden. Ja, die Abteilung ist ausgelastet, ich weiß. Was hat denn hier nicht gepasst? Bei Strapazierfähigkeit vielleicht?
Besser? Nee, das dauert ja alles noch. Ich weiß, ich hab jetzt nicht... mitbekommen, wo das gerade gescheitert ist. Sieht doch alles fit aus. IWF und E sind wir leider wirklich, wirklich schwach. Aber sagen. Muss man einfach sagen, das Problem liegt definitiv hierbei. Wir machen halt schon seit längerem keine Fortschritte. Williams hat uns jetzt überholt. Wir waren über Alfa Romeo sogar auch am Anfang. Ne? Also wir sind da echt nicht gut dabei zurzeit. Na egal. So. Zack, zack. Und wir starten jetzt erstmal. Formula One Grand Prix du Canada 2021. Hi Mick. Schmiersystem, Fehler. Ja, geil, Alter. Fängt ja wieder gut an, ey. Unser Wagen ist ja echt Schrott. Info. Wir haben Öldruck verloren. Sieht so aus, als wäre irgendwo im System ein Leck. Wir sind momentan auf Standby, bis wir das behoben haben. Ja, toll. So. Na, dann schauen wir mal. So. Rennstrategie. Fahre eine Runde, ohne von der Strecke abzukommen. Schließe die Runde ab und spare der Betreibstoff. Fahre schnell durch Kurven und erreiche wettbewerbsfähige Kurven. Okay, alles klar. Machen wir mal. Reifenmischung machen wir mal mittel. Dann geht's los. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig an. Okay, schauen wir mal. Probieren wir es erstmal mit Gelb. Es geht nach links raus. Der Motor. Wir haben immer noch den Scheißmotor drin, oder was? Boah, das gibt's doch nicht. Ja, probieren wir mal. Ja, das hier. Ich merke schon den Unterschied. Der größte Unterschied ist eigentlich der, dass wenn sich der Wagen anfängt zu überdrehen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit dadurch höher ist, dass du ihn auch fangen kannst noch. Hat man gerade sehr, sehr gut gemerkt. Allerdings soll man ihn auch leichter verlieren können. Dafür. Aber dafür kann man ihn auch mit höherer Wahrscheinlichkeit retten. Ach, die Pace ist ja mal wieder überhaupt nicht da. Und dabei verliere ich Zeit. Ich bin da gerade so schmuff durch. Also irgendwas ist doch hier wieder. Ah, läuft nicht so. Aktuell läuft es noch nicht. Die Runde war nicht gut, du musst dich weiter verbessern. Die Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern.
Hä, wie soll man denn da durchfahren, dass es bitte so schnell ist? Boah, ist schwierig. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Okay, wenn wir die Runde so konstant halten könnten, wäre das natürlich schon mal erstmal nicht schlecht. Oh, es wird knapp, aber reicht noch. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Jetzt ziehen wir ein bisschen an, scheinbar. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Jetzt passt. Vielleicht waren die Reifen auch noch nicht so richtig warm. Kann ja auch sein. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Ja, ja. Ja, dann kommen wir erstmal in die Box.
Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Ja, fahren wir noch eine Runde. Naja, auf den ersten Blick fährt sich der Wagen eigentlich ganz angenehm jetzt. Zeit sogar Dritter mit unserer Zeit, aber naja, das Training läuft ja nur noch 17 Minuten. Ha! Hier ist die Box. Okay, ich würde gerne noch ein, zwei schnelle Runden probieren. Mit roten Reifen vielleicht. Oder wir machen das erst im Training 2. Ich glaube, wir machen das erst im Training 2. Da war auch ein bisschen mehr Zeit. Ich werde die Zeit jetzt erstmal überspringen. Gucken wir mal, wo die Rundenzeit jetzt hinführt. Machen wir 2 Minütchen früher Schluss und dann machen wir nächste Folge Training 2 mit den roten Reifen dann auch schon mal. Und dann sieht das Ganze doch schon mal besser aus. So. Das haben wir alles geschafft sogar. Dementsprechend spulen wir jetzt erstmal vor. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Dann verbrauchen wir auch den Reifensatz nicht. Lass mal gucken, auf welchen Platz uns das am Ende bringt. Ich will es am besten gar nicht wissen. Man denkt immer, man ist gut. Die Runde hat sich auch nicht schlecht angefühlt, aber das Auto bringt es halt einfach nicht mehr aktuell. Das wird uns wahrscheinlich auch nicht in die Top 10 jetzt gebracht haben. Schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Die Session ist abgeschlossen, oh, doch. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal. Ja, okay, aber Norris, Ricardo und Max Verstappen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja gut, der erste Platz ist im ersten Training schon eine Sekunde schneller. Die Mercedes sind ungefähr unsere Zeit gefahren, allerdings mit harten Reifen. Und hier sind auch nochmal 3 harte dabei und hier sind auch nochmal 2 harte, also... Ne? Das wird sicherlich am Ende nichts für die Top 10. Wie es weitergeht in der nächsten Folge, seht ihr dann. Machen wir nämlich das zweite Training. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.